Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher mit Geralt und Siegfried jetzt hier in den Kloaken. So viel ich weiß, sind wir in der letzten Folge aus dem Knast ausgebrochen. Weil wir so ein Fetti McFettfett die Fresse eingehauen haben. Und, das. Ja, und wir durften ja eigentlich nur raus, aus dem Knast im Endeffekt. Nicht, weil wir diesen Fetti McFettfett einen auf die Fresse gehauen haben. Warum kann er den jetzt nicht klatschen? Flammenrose! Sondern, weil wir den Auftrag bekommen haben, irgend so ein Vieh hier umzulegen. Wenn wir das getan haben, so hat man uns versprochen, kommen wir frei. Sind da hier eigentlich quasi auch nur in den Knast gekommen, weil wir in irgendeinen Hinterhalt gekommen sind und wir quasi von Mikul verraten wurden, beziehungsweise der hat uns angeschwärzt. Dieser Mikul, der Böse. Aber gut, der junge Mann hat auch nur seinen Job gemacht. Jetzt müssen wir hier durchfinden. Ort der Macht. Ritual durchführen. Werden wir gleich mal ein bisschen gebufft. Gebufft. Was kriegen wir da? Zeichenintensität. 5 Stunden. So. Diese Fische waren nun auch nicht so das Problem, ne? Wir sammeln hier aber auch Hirne. Wenn wir dafür Gold kriegen, Mensch. Neue Region betreten. Tempelbezirk, Kloake. Gut. Hier geht's hier lang. Da geht es erst einmal lang. Schauen wir doch mal, was es da gibt. So, geht's ihm hier noch gut, dem Siegfried? Ja, es geht, ne? Ich glaube, ich habe jetzt hier nicht so die Möglichkeit, den zu heilen. Warum auch immer. Tränke? Ich glaube, Tränke hatte ich noch dabei, oder? Ja, 6 Schwalben waren das, ne? Ja, 6 Schwalben habe ich noch dabei. Ich würde ihm ja 1-2 abgeben. Gut, ich glaube, Leute, die jetzt nicht gerade Hexer sind, die würden vergiftet werden, wenn ich mich recht erinnere. Oh, wir haben hier einen Schleifstein. Den wollen wir gleich mal ausprobieren. Malmstein erhöht zugefügten Schaden. Mach ich doch. So, wie lange hält denn das eigentlich? Steht das hier irgendwo? Ja, 24 Minuten. Gut, ist jetzt nicht die Welt. Aber besser als nichts. So, hier ist zugemacht worden. Unbekanntes Kraut. Achso, das kann ich noch nicht sammeln, weil ich noch nicht gelernt habe. Warte, wie viel Zeug ist... Aha. Hier haben wir einen Schlüssel. Brief von Ritter Erik. Hier, doppelklicken. Ich guck mir, ich lese mir den gleich mal durch hier. Rechte Maustaste. Erik, die gefolterten Gotteslästerer gaben uns nur sehr allgemeine Informationen preis. Wir wissen, dass sich die Anhänger der Löwenkopfspinne in einem der Kerker in den Kloaken treffen. Leider konnten wir nicht ermitteln, in welchen genau. Einer der Kultisten hatte einen Schlüssel, den ich beilege. Jede Wette, dass er zur Tür des Versammlungsraumes gehört. Steigt in die Kloaken hinab und versucht, den betreffenden Kerker zu finden. Möge das ewige Feuer euch den Weg im Dunkeln erleuchten. Aha. Oh. Guck mal, was haben wir hier? Tagebuch. Kloaken.
Ja, wer das lesen will, der kann es gerne machen. Kerker Gruft. Na, dann wollen wir auch mal weiter. Ich dachte, es wäre jetzt der Schlüssel hierfür gewesen. Aber war er offensichtlich nicht. Hier finde ich auch nicht. Kann ich jetzt hier. Habe ich nicht dabei. Okay. Er hat die Fackel, nicht ich. Nicht ich. Dann wollen wir doch mal hier weiter gucken. Vielleicht bringt uns. Ja, sieht so aus. Sagt er jetzt hier auch mal was? Ja, das ist ja, ja so ist es viel hier, ne? Achso, ich breche ab. Vielleicht hilft das ja. Aha, doch zu schnell. Alter, was? Komm, steh auf. Ja, Gesundheit sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ich hoffe, unser Siegfried hier wird jetzt nicht abgeschnitzen. Aber ein bisschen sehr langsam waren. Komm. Hallo. Geht doch. So, jetzt quatscht er uns wieder voll. Die Gorgo ist tot. Wo war noch gleich der Ausgang? Ich glaube, ich kann nicht denselben Weg zurücknehmen. Kommt, ich führe euch zum Ausgang. Gut. Okay. Gut. Kann ich hier noch was mitnehmen? Quest aktualisiert. Was haben wir hier? Gorgonenkopf. Ach, den kann ich mir gleich hier mal anbammeln. Was bringt der? Erstmal kein Zeug. Mal Cut, Sephira. Eine Sephira, die das Königreich symbolisiert. Doppelklicken oder ziehen, bla bla. Toxin und Gorgonfeder. Kann ich jetzt? Ich muss mich mal kratzen. So, kann ich jetzt hier damit irgendwas machen? Ne. Hier aktualisiert, Tagebuch aktualisiert, die Bestie aus der Kloake. Ich muss Vincent den Beweis für das Töten der Gorgo geben. Gut. Bengas Geheimnis, ich muss den Hehler sprechen, der das Hexerschwert hatte. Hätte ich gerne. Ich muss den Gorgonenkopf an mich nehmen und die Kloake verlassen. Das habe ich doch. Also, noch nicht verlassen, aber ich habe den Kopf. Ich muss Thala, nach dem Silberschwert fragen. Ja, was auch immer. Ich muss nach Wysima, um der Spur des Salamandras zu folgen. Machen wir. Das werden wir doch gleich mal tun. Und er haut hier schon ab. Der sprintet hier schon mal vor. Beeilt euch! Ja, das mache ich. So, komm, wo bleibst du denn? Freundchen. Willst du hier etwa nicht durch die Matsche laufen, oder was? Ist hier eine Tür? Diese Tür führt aus der Kloake hinaus. Hier trennen sich unsere Wege, aber... Still. Ich höre Schritte. Seltsam. Nur wenige würden sich hierher wagen. Es ist der weißhaarige Dreckskerl. Tötet ihn! Den Ritter auch! Ja. Freunde von euch? Kann man so sagen. Die Schurken mit den Salamander-Abzeichen stören mich schon eine ganze Weile. Wer hätte euch wohl in den Kloaken vermutet? Der Hauptmann der Wache, der Irrer aus dem Gefängnis und die Häftlinge. Ich habe mit der Gorgo um meine Freiheit gekämpft. Eine überschaubare Zahl von Verdächtigen. Vermutlich löst ihr dieses Rätsel, wenn ihr den Anführer der Banditen findet. Ich habe einen Freund in Wysima, der Detektiv ist. Bittet ihn um Hilfe. Wohin des Weges? Ich habe in meinem Quartier mancherlei zu erledigen. Dann ziehe ich aus, um Bestien zu jagen, da die Welt noch voll von ihnen ist. Das habt ihr gut gemacht, Siegfried.
Schön, dass wir uns begegnet sind. Ich muss meine Habseligkeiten abholen. Vergewissert euch, dass alles da ist. Jesro ist für seine langen Finger bekannt. Gehen wir. Hier ist der Schlüssel zum Durchgang in die Stadt. Vor einigen Tagen schloss ich die Tür ab, um die Gorgo einzusperren. Danke. Ich nehme lieber nicht den Weg, den ich gekommen bin. Vielleicht sehen wir uns wieder, falls ihr je die Kloaken besucht. Ich komme öfters her, auf der Suche nach Monstern. Ah, eure heilige Mission, die Menschheit zu beschützen. Euer Sarkasmus ist unnötig. Wir sind auf derselben Seite, Hexer. Das werdet ihr auch noch verstehen. Lebt wohl. Und danke. Falls ihr mich jemals braucht, ich bin im Posten in Visima. Moment. Stufe aufgestiegen. Ja, dann werden wir mal ein bisschen meditieren. Ein bisschen Gold haben wir auch. Also, zuerst sagt er will, was ich beschloss, mich an einen privaten Ermittler zu wenden. Aha, also zuerst sagt er, so von wegen, ich werde hier nochmal ein bisschen was erledigen in meinem Haus, Häusle, wo auch immer. Und dann werde ich in die Welt reisen. Und jetzt sagt er, wenn ihr mich jemals braucht, dann bin ich in Visima. Also, ist er dann nur in Visima oder nicht? Alter. Komm, das sind doch nur ein paar Punkte. Geht doch. So. Super. Also Siegfried ist sich selbst nicht so einig, aber nur... Was ist denn das? Noch ein Ghoul. So, das mit dem Ghoul haben wir auch schnell erledigt. Jawohl, vielleicht finden wir hier noch irgendwas Spannendes. Ja, Quelle der Macht. Da vorne geht's auch, glaube ich, raus. Na. Sagen wir mal. Macht. Super. Und hier können wir ein bisschen neben der Leiche meditieren. Sechs Points haben wir jetzt. Sechs Talentpunkte in Bronze. Silberschwert haben wir leider noch nicht. Aber... Wir können ja erstmal die Grundwerte hier aufdrücken. Vitalität. Schaltet Machtverstärkung und Faustkampf frei. Brauche ich erstmal nicht. Das ist schon nicht schlecht. Aber Immunität gegen Schmerz. Schaden, Ausweichen minus, Parieren minus. Wirkt nur, wenn Geralt Alkohol getrunken hat. Ach so, okay. Wirkt nur, wenn Geralt weniger als 25% Vitalität hat. Ja, warum geht es jetzt nicht? Verzehr eines Mutagens. Ach so. Gut. So, was haben wir hier? Parieren. Das ist gut. Erfordert Verzehr eines Mutagens. Okay. Was haben wir hier? Ermöglicht Geralt zweimal pro Tag Energie aus Orten der Macht zu ziehen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Dauer eines Alkoholrauschs ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Intelenze. Was haben wir hier? Mutagen. Öle herstellen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht primär. Was haben wir hier? Winkel, Zeichenintensität, plus 25% Niederschlag. Chance auf Leben. Erhöht die Chance, einen Gegner zu entwaffnen. Nee, wenn, dann haben wir ja hauptsächlich Igni und das haben wir erstmal Folgepunkt. Erfordert Lehrling, erfordert Silbertalent. Ach so. Hierfür brauche ich Silbertalente und dafür brauche ich goldene Talente. Das geht erstmal nicht. Stahlschwert, Schnellschwert, Gruppenquark brauchen wir erstmal. Dafür nutzen wir recht häufig. Präzisionstreffer, Schaden. Noch einen haben wir. Schaden. Sehr gut. So. Uhrzeit ist ja schon mal die richtige.
jetzt will ich mir auch schnell was. Moment. Moment, Leute. Erstmal will ich was trinken. Ja, Freunde. Damit meine Kehle nicht austrocknet. Und dann, wenn man hier mal auf Gruppenkampf gleich mal die 25% mehr oder 35% mehr Schaden nehmen, nutzen, abfackeln, ist nicht mehr nötig. War doppelt hält besser, ne, Freunde? So. Hier, den Spaß hätten wir jetzt hinter uns. Und ist schon so ein bisschen makaber. Aber gut. Hier geht's raus und da wollen wir auch durch. Na los, Geralt, komm. Ist das jetzt eine... Ach, das ist abgeschlossen. Ich dachte, wir könnten hier durch. Und wir wären dann... Ja, aber das geht wohl doch nicht. Gut, dann wird das wohl eine andere Mission sein. Da ist wieder so ein... So ein Ghoul. Da war mal so cool. Na komm, ich will den looten hier. Komm, werd fertig. Sehr gut. Wenn ich mich noch hin und wieder etwas verstuft anhören sollte, dann ist das völlig normal. Hallo? Weil ich bin immer noch ein bisschen... Na, wo bist du denn? Also irgendwo ist hier noch irgend so ein Fisch. Haben wir hier noch irgendwas zum Loten? Nein. Ja, ich dachte wirklich, da können wir jetzt raus. Weil hier haben wir Schlüssel und dann gibt's da nämlich. Hier. Jo, inzwischen sind die Ertrunkenen auch nicht mehr so super. Das war die Probleme, also die waren noch nie wirklich ein Problem, aber jetzt so mit den neuen Skills irgendwie kommen die mir subjektiv wesentlich einfacher vor zu killen. Hinten war noch einer. Hier wäre er. Okay. Da hinten ging es wieder über einen Knast raus. Schlaf nicht ein. Weil viele Ertrunkene das hier gibt. Man, irgendwann dürften die doch mal hier ausgerottet sein. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Eine holde Maid. Kann man die looten? Ja, Leichnam. Die hat dann noch ein bisschen Gold bei sich. Das haben wir natürlich gleich mitgenommen. Vielen Dank, junge Frau. War dein Tod doch nicht ganz umsonst. Ach, ich wollte da hoch, Mann. Ach, das geht auch so. Hier ist auch noch Gold drin, ne? Wie auch immer das hier herkommt. Ich würde gerne mal wissen, wer die Kloaken hier frei hält. Weil, wenn die Leute hier ihre ganze Scheiße abladen... Dann dürfte das doch irgendwann... Ach, Mann. Oh, Schweiß. Es geht besser. Das werde ich jetzt natürlich auch machen. So. Ich glaube, ich sollte mal dieses kleine Messerchen mal wegschmeißen. Das ist ziemlich nervend. So, weg damit. Oh Mann, ich stimme Müll. Ach ja. Diesen natürlich mal. So. Einmal zu viel auf den Knopf gedrückt und schon kommt da ein Stückchen Feuer raus. Eigentlich... Dürfen wir doch schon gewesen sein, ne?
betont eigentlich, glaube ich, auch da hinten richtig gewesen zu sein bei diesem Ghoul. Ich gehe dann trotzdem hier mal lang. Okay. Gitterstäbe abgeschlossen. Okay. Ausgang zum Tempelbezug. Naja, waren wir doch richtig hier. Naja, gut, wa? Laden. Tempelbezug. Hier waren wir doch richtig. Hallo? Was dauert denn da so lange? Vesimas Tempelbezug. Huren, Mörder und Bettler. Der Salamandra-Stützpunkt muss in der Nähe sein. Okay. Oh, wer bist du denn? Lysimus. Neuer Antrag im Tagebuch. Ach, hier führt mich bestimmt irgendwann noch eine Quest hin. Hier muss ich bestimmt noch irgendwas machen, weil ich damit interagieren kann. Interessant. Der Privatdetektiv, den Siegfried erwähnte, könnte hilfreich sein. Irgendwo muss ich ja anfangen. Ja, wie geil ist das denn? Wie fällt denn der Schatten? Also die Sonne, die müsste ja hier... Naja, also irgendwas stimmt hier nicht. Diese Anderling-Diebe sollten alle aus der Stadt gejagt werden. Du kannst Glamour aufs Maul kriegen, Alter. So. Una. Okay. Dann mal hier was klauen. Was ist das? Führer durch Visima. Okay, lese ich mir gleich mal durch. Ein Führer durch Visima. Visima wurde auf den Ruinen einer Elfenstadt erbaut. Wie die meisten Städte der Menschen. Der Sitz der Könige Temeriens wuchs im Laufe der Jahrhunderte und besteht heute aus drei großen Bezirken, einem Hafen und den ausgedehnten Vororten des Nuns. Im Tempelbezirk zieht das monumentale Kloster des Ordens der Flammenrose die Blicke auf sich. Auch Majorans Krankenhaus, wo wahre Wunder der Kunst verbracht werden, kann man kaum übersehen. Dies alles sind Sehenswürdigkeiten, doch den Bezug der Anderlinge, der zu einem Viertel der Armen und gesellschaftlich geächteten wurde, sollte man meiden. Die meisten Anderlinge wurden nach Alt Visima umgesiedelt. Ein für Besucher unerreichbares Ghetto. Neuerdings erlebt das Händlerviertel, wo die reichen Kaufleute leben, einen deutlichen Aufschwung. Hier findet man die Repräsentanten des Handels und politische Institutionen, ebenso die Bank und das Rathaus. Bei einem Besuch von Visumas Händlerviertel sollte man unbedingt den berühmten Marktplatz besuchen, wo man jede erdenkliche Handelsware der Welt erstehen kann. Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Ortseintrag hinzu. Na, tolle Wurst. Haus des Detektivs. Aha. Tempelbezug. Aha. Ja, Korb. Ne, erstmal hier. Hallo? Was haben wir hier? Wilder der Anderlinge. Wieder der Anderlinge. Ich glaube, das schon gelesen zu haben. Aber ich gucke mal. Ein Führer. Hier, wieder der Anderlinge. Wieder der Anderlinge, da versammelten sich die Elfenmagier, die Weisen genannt werden, in den Kerkern unter Bog Reinhold und deren Ältester sprach: Tag und Stunde sind gekommen, wir sind hier, um den Untergang der Menschen herbeizuführen. Wir wollen den Tod von Lara Dorin rächen. Wir vergießen ihr Blut und stürzen die Welt ins Chaos. Wir verbergen uns 500 Jahre in den Wäldern, während die Auserwählten in den Städten der Menschen leben und ihre Nachbarn werden sollten. Jeder kennt seinen Platz in dem Plan, ob Elf, Zwerg, Gnom, Zauberer oder Nilfgaarder. Wer uns verrät, ist des Todes. Wir wollen
uns überlegen nennen, da wir keinen Herrn über uns haben und die Götter anspucken. Und alle schworen einen Eid und alle tranken aus einem goldenen Kelch des Blut eines unschuldigen Kindes, um ihr Einverständnis mit dem Plan kundzutun. Achso, man muss also irgendein Kind abschnetzeln, das Blut von dem Kind in irgendeinen Kelch reinkippen und diese Scheiße dann noch saufen, um zu sagen, jo, das passt schon so, ne? Na, wie bescheuert ist das denn, ne? Du kannst ja einfach auch hier einen Daumenabdruck auf irgendein Stück Papier machen und sagen, hier, ja, yeah, das ist schon okay so, ne? Aber nee, da musst du erstmal so eine Rotze hier machen, oder was? Was ist das für ein Blödsinn, Mann? So. Mann, ist das eine kaputte Welt hier. Eine kaputte Welt, jetzt sagen wir. Ach, der pennt hier. Komm, ihr graubt dich erstmal aus. Haben wir schon, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, haben wir schon. Und das nehme ich mit, natürlich. Hier haben wir ein Feuerchen. Das nehme ich hier mit. Das kann ich nicht nehmen und jetzt stressig. So, so, so. Wen haben wir denn hier? Ich bin Geralt von Rivien. Ein Krieger wie kein anderer. Euer Ruf eilt euch voraus. Wie kann ich helfen? Ich suche Informationen. Bin ich hier richtig? Gute Frage. Ich habe früher für die Anwälte Kodringer und Fenn gearbeitet. Die Namen sagen mir nichts. Aber ich nehme an, das ist eine Empfehlung. Als Profi ist euch gewiss klar, dass Informationen ihren Preis haben. Ich werde bezahlen. Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. Seit wann heißt er eigentlich Geralt von Rivien und nicht Geralt von Riva? Mich interessieren die Leute, die Salamander-Abzeichen tragen. Zufällig weiß ich darüber ein, zwei Dinge. Aber bevor ich weiterrede, wüsste ich gern, welches Interesse ihr an dem Fall habt. Ich habe ein paar offene Rechnungen. Azayavet, sagt euch das? Azayavet. Sagt euch der Name was? Habe ich schon mal gehört. Warum fragt ihr? Sagen wir einfach, mein Stiefel hat eine Verabredung mit Javets Hintern. Normalerweise lasse ich mir Informationen bezahlen. Aber das hier ist umsonst. Ich arbeite schon eine ganze Weile an dem Fall. Aha. Ist das eine persönliche Sache? Ist das eine persönliche Sache? Oder ein Auftrag? Ich gehe das Risiko ein, euch zu vertrauen. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Einst lebte ein glückliches Paar in Vysima. Einfache Leute mit einem 10-jährigen Sohn. Eines Tages kam der Vater nach Hause, wurde jedoch nicht von seinem Sohn, dem Hund oder vom Geruch des Essens begrüßt. Er ahnte nichts Böses, bis er den Hund fand, von einem Armbrustbolzen durchbohrt. Er war sich nicht sicher, ob es sein Hund war, doch dann fand er seine Frau, die mit einem Speer an die Küchentür genagelt war. Er suchte vergeblich nach seinem Sohn. Die Täter hatten keinerlei Spuren hinterlassen. Um es kurz zu machen, Vincent Mais musste den Fall ad acta legen. Keine Zeugen, keine Beweise. Ein halbes Jahr später tauchte der Kadaver eines Ungeheuers im Müll auf. Augen wie eiternde Wunden, raue und unregelmäßig weiße Haut. Alle hatten den Mord und den Vermissten vergessen. Fast alle. Wisst ihr, der vermisste Junge hatte einen sechsten Zeh. Nur die Eltern wussten davon, passende Schuhe zu finden war immer schwierig. Und das tote Ungeheuer besaß einen identischen sechsten Zeh. Der Vater widmet sein Leben seither der Suche nach den Mördern. Ich hoffe, er findet sie. Zurück in die Gegenwart. Folgendes habe ich herausgefunden. Azayavet, ein Magier aus Zerikanien, ist der Anführer der Salamandra. Gefährlicher als eine Grube voll Kikimoren, aber leider unerreichbar für mich. Mit seinen Kontakten und Ressourcen kann er sich in der Stadt beinahe uneingeschränkt betätigen. Ich habe am eigenen Leib verspürt, wozu er fähig ist. Noch etwas? Ich vermute, die Salamandra haben eine groß angelegte Organisation aufgebaut. Gold ist lediglich das Schmiermittel für ihre politischen Ambitionen. Sie betreiben genetische Experimente, und zwar gefährliche. Gewöhnliche Schurken hätten dazu weder das Wissen noch die Mittel. Wer arbeitet für Javet? Irgendwelche Vermutungen? Der Hauptmann der Wache, der die Ermittlungen fallen ließ, verschwindet des Nachts. Vielleicht könnt ihr ein paar Informationen aus ihm herauspressen. Ist das alles? Es könnte noch einen Hinweis geben. Die Stadtwachen haben jemanden festgenommen, der etwas weiß. Die Wachen? Im Kerker? Ja.
findet einen Weg, den Gefangenen zu verhören und bringt so viel ihr könnt von den Wachen in Erfahrung. Verlasst euch drauf. Die Leute neigen dazu, sich mir zu öffnen. Seine Informationen könnten unschätzbar wertvoll sein. Viel Glück.